Nee, ich weiß, das war der fastest Pitstop. Ganz ruhig, das weiß ich. Aber wir haben Punkte. Das ändert ja jetzt erstmal nichts an meiner Aussage. Oh, Lando. Nice. Schön. Schön. Lando hat sich verbessert, ist jetzt auf 88. Ja, Aggression Durchschnitt ist halt so. Anpassung können wir noch ein bisschen, ne? Du entwickelst gerade Anpassung, oder? Ja, Anpassung, Kurvengeschwindigkeit, Bremsengenauigkeit. PS3. Wo hatten wir dich nochmal? Rennstrategie, ne? Reibungslosigkeit, Überholen, Abwehrreaktion. Worunter fällt den Frontflügel nicht kaputt machen? Du warst auch Rennstrategie, ne? So, was haben wir in der Aufhängung fertig? Ergebnisse der Untersuchung. Ach ja, das mit der Haltbarkeit darf ich nicht verlieren, ne? Entwurf, genau, hier, Frontflügel wollte ich anfertigen. Baku ist in 25 Tagen. Kann ich mal so verkehrt mit niedrigen Geschwindigkeiten, ne? Dass wir die jetzt besser haben. Oh. Oh, die werden alle bis Baku fertig. Die werden alle bis Baku fertig. Hockchamp. Oh, Piastri. Reibungslosigkeit hoch, Überholen hoch, Abwehr hoch. Bei Norris ist die Genauigkeit hochgegangen. Reibungslosigkeit überholen bei Stanek. Nice. Check-in-Vertrauen. Nach der letzten Vorstandssitzung möchte ich dich über unsere aktuelle Bewertung deiner Leistung informieren. Wir haben uns deine jüngsten Rennergebnisse, deinen Fortschritt bezüglich der Saisonziele und die Finanzen des Teams angesehen. Im Hinblick darauf sind wir generell zufrieden mit deiner Arbeit. Insgesamt haben wir mittleres Vertrauen in deine Führungsqualität als Teamchef. Schönen Tag! Schönen Tag! Trainingsplan Boxenkur haben wir wieder, ne? Bis Baku. Wie sieht's denn aktuell aus? Müdigkeit ist, 34% geht doch voll klar. Ausgewogen. Wir könnten Fehler-Boxenstrategie machen. Das wird halt alles schneller machen. Boxenstoppzeit würde erheblich reduziert werden, weil alles andere würde halt... Mündigkeitsabbau brauche ich noch nicht. Ja, ah, guck mal, ich kann sogar heben, senken, Schlagschrauber, alte Reifen ab, neue Reifen an, Reifen, Freigabe. Warte mal, wenn ich jetzt Boxenstoppzeit nehme. Das würde aber die Boxenstoppzeit erheblich reduzieren. Wir machen mal Schlagschrauber und Boxenstoppzeit. Let's go! Einrichtungen, Betriebseinrichtungen, Wetterstation, verbessern. Moral der Fahrer klingt doch auch schon mal nicht schlecht, ne? Wir haben kein Vorstandsbüro, Entschuldigung. Können hier überall mal rein investieren. Im Zentraler machen wir auch. Wetterfrosch Salzburg 0. Mhm, hoffentlich. Konstruktion verzögert sich. Guten Morgen, Rompe. Ich wollte dich darüber informieren, dass bei der jüngsten Upgrade. Wollte dich darüber informieren, dass bei der jüngsten Upgrade
von Wetterstation ein Problem aufgetreten ist. Leider verzögert sich die Fertigstellung um 20 Tage. Wenn du es für wichtig hältst, diese Verzögerung zu verringern, könnten wir dem Bauteam Überstunden bezahlen. Aber da kannst du auch beschließen, dafür kein weiteres Geld auszugeben. Okay, ich finde, das ist eine der Sachen, die gefehlt haben. Irgendwie Sachen, wo man mehr entscheiden muss. Das finde ich super, dass die mit drin sind. Absolut klasse. Nimm die, boah, halbe Million, komm, nimm die 400.000, let's go. 7. Mai. Ich meine, hätte ich also mal gucken können, ob das zu Baku überhaupt fertig wird. Oder ob sich das Öl überhaupt lohnen würde. Weil ganz ehrlich, in Baku wird es nicht regnen. Abstimmung, Reglement. Motorkühlung minus 30%. Hubschrauberlandeplatz ist fertig. Trophäenraum ist fertig. Moral der Fahrer bleibt. Teamattraktivität ist gestiegen. Vorstandsbüro ist fertig. Das hat uns jetzt Rennvertrauenszuwachs gegeben. Schön. Oh. Fatigue 50%. Ich kann das mittendrin noch ändern. Ah ja, gucke mal. Dann rudel ich noch ein bisschen aus. Zulassungszentrale ist auch fertig. Ah, Tom Stella hat sich verbessert. Nice. Good job, Dude. Kriegen jetzt mehr Geld pro Woche. Ja. Und ich denke mal, das ist beschlossene Sache, die Änderung. Frontflügel haben wir fertig. Was ist Seitenkästenaufhängung? Seitenkästenaufhängung. $900.000, Alter. Das Geld habe ich gerade nicht mehr. Sorry, ihr müsst damit auskommen, was wir haben. Bestätigen. Oh, Aufhängung, ne? Haben wir auch noch 3. Muss erstmal reichen für Baku. Ein viel zu netter Boss, der Rompe. Der Rompe ist relativ zufrieden mit dem, was wir im letzten... Rennen geschafft haben. Ich würde schon gerne als erstes Team eine Frau in die Formel 1 holen, ne? Bin ich ehrlich. Sophia! Hallo, Losti! Ein wunderschön, auch dir einen schönen Freitag. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hast den Tag angenehm erlebt. Ich habe für YouTube gar keine Verabschiedung und Begrüßung gemacht. Hallo YouTube! Ach komm. Ich mache einfach Cuts. Ich mache einfach Anfang der Session, Ende der Session. Wie bei Jenny Leclue und so mache ich einfach. Ist so scheißegal, ey, ganz ehrlich. Ja, Sophia gibt's offensichtlich auch. Hat mich gerade auch überrascht. Aber die fährt in der Formel 3. Stimmt, ja. Jetzt, wo ich sie gesehen habe. Ja, bis 5 Minuten vor Dienstende ging's gut. Was ist danach passiert, Lusty? Erzähl, was ist passiert? Oh, wir haben 3 Mediums. Ah, Losti fährt Liga nicht mit. Ich wollte gerade fragen, Losti schon mal trainiert hier? Was fährt man eigentlich auf Baku? (46) Runden Soft, aber ich denke mal, es wird so eine Soft-Medium-Kacke wieder. Gehe ich fest von aus.
So. Deswegen ich halt bisher eine Begrüßung und Verabschiedung für YouTube gemacht habe, seit dass die YouTube-Parts halt teilweise eine Dreiviertelstunde dauern. Bei dir von Jenny Leclue ich ja auch auf eine halbe Stunde cutte, also eigentlich drauf geschissen, ne? So. Kannst aber nochmal eben auf 36 Runden oder was das war, oder? Bin ich doof? 46. Ja, komm, ich lasse beide fahren. Ich lasse beide fahren. Sophia schlägt sich, glaube ich, auch nicht so schlecht. Oh, das weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Ich folge jetzt zwar auf Instagram, aber... Ich habe mir die Statics tatsächlich noch gar nicht angeguckt. Wo ist denn Sophia Flörsch? Okay, Alex, Pitlane, Radio check. Yep, Radio check. Yep, you're Flush, ja. Wollen wir darüber nochmal reden, dass sie sich nicht so schlecht schlägt? Ich sehe nur Nullen. Also punktemäßig ist sie nicht gut dabei. Imola fand ja nicht statt. Weiß nicht, wie gut ihr Team ist, to be honest. Ich glaube, die ist Alpine Akademie, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie das Team heißt von ihr. Hätte ich auch gerade nachschauen können, als ich auf der Website war, habe ich noch auf. Hier, gönnt euch mal die neue Kameraperspektive. Ne, habe ich gerade zugemacht. Alpine Akademie halt. Irgendwie fährt auch mit Alpine Lackierung. Also irgendwie so Alpine Akademie Team oder so, keine Ahnung. Aber sie hat letztens auch, ich habe das nicht geschaut, aber ich habe es mitbekommen. Das heißt, sie war... Sie hat das Training moderiert in da, wo die Kindersendung war. In Österreich war das, glaube ich. Das Formel 1 für Kinder hat sie in Sky Deutschland auch moderiert. Ich habe nicht geguckt, wie gut es war, aber sie ist halt super sympathisch. Sie fällt gerade im schlechtesten Team, sehe ich gerade. Also schlägt es sich wahrscheinlich nicht schlecht dafür, dass sie im schlechtesten Team ist. Wahrscheinlich so eine Williams... Williams ist doch gar nicht mal so bad, aber so eine Alpha Tauri-Geschichte wahrscheinlich. How's the balance? 49% bei Oscar. Aber wie gesagt, ich folge halt auf Instagram, kriegt da so ein bisschen was mit, aber da wundere ich mich nicht, dass ich noch nichts von Leistungen gehört habe auf Instagram, weil wenn sie im schlechtesten Himmel fährt, dann wird das wahrscheinlich wird immer von der Funke gekrönt sein. Statement: Innerhalb der nächsten 5 Jahre sehen wir eine. Innerhalb der nächsten 10 Jahre sehen wir eine Frau in der Formel 1. Die zweite Frau. Es gab ja schon mal eine Frau in der Formel 1. Aber nicht für lange, glaube ich. Okay. Wir gehen mal in die Richtung. Da waren wir bei großartig. Da waren wir schlecht.
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich den da... Nee. Musst du es so versuchen. Ich hoffe, das ist optimale Interaktion, sonst habe ich ein Problem. Sonst habe ich ein Problem. Wie lange halten die Mediums? 58 Runden, das wird so eine Soft-Medium-Sache. Okay. Kann nur 55 Runden Sprit mitnehmen? Ah, Kacke. Geraden nach rechts macht halt absolut Sinn, ne? Schauen wir mal. Schau gerade, also meist im Mittelfeld bis hinteres Mittelfeld ist sie am Ende. Ja, du. Vielleicht ist das ja nur so der Weg in, ne? Weißt du ja. George Russell ist ja auch mal Williams gefahren. Dann von Williams zu Mercedes gewechselt. Kann ja alles passieren. Von daher, schauen wir mal gespannt drauf. Also ich würde es auf jeden Fall gönnen, ganz ehrlich. Ich finde es übrigens von Chatterino gemein. Miles, Markierer und Losty sind grün. Losty ist, glaube ich, ein bisschen heller. Aber für mich ist das alles, wenn ich drauf gucke, gleich. Ich sehe nur grün. Sonst sehe ich rot. Für mich seid ihr alle gleich. Könnt ihr jetzt gut oder schlecht finden. Nochmal ein bisschen pushen, bitte. Ich brauche euer Feedback, bitte, noch in dieser Runde. Da würde ich mich sehr drüber freuen, Jungs. How's the balance? Großartig klingt schon mal gut, aber großartig kann nur 70% sein. Nice. Was bei Oscar? Oscar Posca. 76. Hm, weiß ich nicht. Und sie positioniert sich im Rennen öfter vor ihren beiden Teammates, als dass sie hinter ihnen ist. Also mal so grob überflogen. Also wäre sie potenziell ein Kandidat, in einem besseren Team zu fahren. Das ist doch schon mal erfreulich. Weiß auch, ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, ob das ihre erste Saison oder sowas ist. Darüber habe ich mich tatsächlich nicht informiert. Ich habe nur mitbekommen, dass sie in der F3 fährt. Punkt. Erste F3, dafür ist es doch gar nicht mal so bad. Hast schon recht. Also dafür, dass es ihre erste F3-Saison ist und sie sich dann vor ihren Teammates im schlechtesten Team positioniert. Hör mal. Also beschweren kann man sich da eher weniger. So. Max Verstappen schnellster, werde damit rechnen können. Naja, Training und so. Wird das mir das nach dem ersten Training angezeigt wird? Ah, Fake News 2020 schon mal. Okay. Warte, Qualifying? Oh, es gibt Sprintrennen! Nee, warte mal, jetzt bin ich verwirrt. War Österreich nicht auch ein Sprintrennen? In Realität? Hä? Ich hab ein bisschen gepennt. Ich war im Autopilot.
Warum haben wir jetzt Qualifying? Habe ich irgendwas falsch angedrückt? Scheiße. Hätte ich es ganz anders gemacht, du. Du hättest es ganz anders gemacht, nicht? Oh, das könnte potenziell. Warum sind wir im Qualifying? Hä? Hätte ich doch einen harten. Ah, da macht dieser zusätzliche Medium-Reifen ja einfach nur Sinn. Der macht ja einfach nur Sinn, wenn wir ein Sprintrennen fahren. Ja, ne? Aber ich find's gut, dass wir von den Informationen her mehr haben. Dass wir halt mehr Informationen haben als als wir sonst hätten. Schau mal, kann nur schief gehen. Ja, aber absolut gepennt, ey. wir haben noch ein Training. Alles Qualifying, das wird einfach so stupid jetzt, ohne Spaß. Es wird einfach 19:20 Qualifying. Track should be green. Komm, Jungs, enttäuscht mich nicht. Just keep an eye on the delta. The delta needs to be negative at the end of the lap. If you could keep your pace up on the in-lap. Copy. Okay, mate, this is currently P5. Wir sind vor Hülkenberg. Piastri ist vor beiden Williams. Aber wir haben Q1. Achso, ja, es gibt ja trotzdem drei Qualifyings. Ah ja. Ich bin jetzt absolut kernverwirrt, ey. Das könnt ihr nicht mit mir machen. Ich weiß doch gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Oh, beide Alfa Romeos, okay. Oh, ja, das könnte. Ja. Okay, that's the checkered flag. Piastri, komm. Oh. Oscar! Mann! Ich bin mal wenig Lurk und so. Regenbogen 6 Belagerung steht an. Viel Spaß in Regenbogenbelagerung 6, Losti. Viel Erfolg und Spaß. Einiges gefehlt auf 15. Aber beide Alfa Romeos raus. Bei der Haas weiter. Logan Sargent in Q2. Sainz beste Zeit. Weird, but okay. Let's go. Danke, danke, bitte. Und ich danke dir für den Lurk. Ich hab ihn Brain AFK direkt rausgeschickt.
Oh, die machen das tatsächlich wie in der Realität, dass er eine Cooldown-Lap hat und dann nochmal schnell fährt. Okay, insane. Das ist wirklich wie, okay. Das ist insane. Er fährt eine schnelle Runde, macht eine Cooldown-Lap und fährt noch eine schnelle Runde. Cool. Hat nichts gebracht in dem Fall, aber finde ich cool. Verbrauche ich an dieser Stelle zu viel rote Reifen? Kann durchaus sein. It's a checkered flag. Schade. P13. Schade. Hinter Magnussen und Gasly. Nico Hülkenberg schon wieder in den Top 10. Hast gar nicht mal so bad mit dem Wagen, wa? Oh, guck mal. Autosetup auch gar nicht mal so kacke hier für Training 2. Gar nicht mal so kacke. Haben wir Qualifying jetzt schon in dieser Session? Ich habe bei Lando die Teile nicht gewechselt. Das würde einiges erklären. Nun. Tja, was soll ich dazu jetzt sagen, wa? Haben sich die Reifen resettet? Haben sich die Reifen resettet? Oder habe ich einfach neue bekommen? Also habe ich fürs Qualifying gerade andere benutzt, als ich jetzt im Training. Welche habe ich dann im Rennen? Ich bin verwirrt. Weiß auch gar nicht hier was, Mann. 2x2 ist 6 oder so. Dreimal 3 macht 18. Was weiß denn ich? Rompe. Hör dich einfach mal aufzuregen, konzentrier dich. Es war schon heute auf der Arbeit ein absolutes Armutszeugnis, ey. Ich war halt erst um 3:30 weg, weil ich nicht vorangekommen bin im Abholservice, weil ich das ersatzweise heute gepackt habe. Ey. Mich würde es nicht wundern, wenn ich McLaren heute noch verkaufen würde. Ach, ich darf das Setup gar nicht mehr ändern. Gut zu wissen, denke ich. Okay. Notiz? Eine Notiz machen, welche Rennen Sprintrennen sind. Und in der ersten Session unbedingt Setup pushen. Das ist ja mies jetzt. Streckenkenntnis und so kann ich ja jetzt pushen, weil ich nichts mehr am Setup ändern darf. Dann macht dieser extra Medium immer noch absolut Sinn. Ein bisschen mies ist das. Ich könnte das aber nochmal versuchen auf Lando.
Macht halt alles absolut Sinn, ne? Aber wie soll man denn innerhalb einer Session das Setup so perfektionieren können? Weiß ich nicht. Dürfen die das in der Realität auch nicht in den nächsten Trainings das Setup noch weiter ändern? Ist das wirklich Parc Fermé danach? Für Sprint und so? Ich meine, das macht Sinn, aber... Das ist ja absolut, das ist jetzt hier im Spiel absolut störend. Lando, du bleibst bitte am Leben. Okay? Nein! Okay? I think everything's fine. Virtual safety car. Delta positive. Yep, copy. Was soll ich dazu sagen? Mir fehlen die Worte. Alter, das Spiel stresst mich so, ich brauch was zu knabbern, ey. Aber ich hab nichts zu knabbern. Ich hab Lachschips. Frontflügel, Markierer. Vorsicht. Pass auf, was du sagst, mein Lieber. Pass auf, was du sagst. Sonst klatscht dir aber kein Beifall. Ich habe wirklich nur noch Lachschips hier. Und Schokolade. Ich kann übrigens Nordseekrabbenchips nur empfehlen. Die sind lecker. Eine Tüte habe ich sogar noch hier. Nordseekrabbenchips sind lecker. Wisst ihr, was ich herausgefunden habe? Das ist schon irgendwie ein Betrug, ne? Oh, Moment. Es ist schon irgendwie ein Betrug, ne? Ich mochte sonst immer bisher Krabbenchips. Krabbenchips sind lecker. Dann habe ich mal hinten drauf geguckt. Einfach auf die Inhaltsangaben. Wisst ihr, was die was in Krabbenchips drin ist? In Krabbenchips? Garnelen. Garnelen. An die Meeresbiologen. Sind das Krebse? Krabben? Sind einfach Garnelen. Da sind keine Krabben drin. In Nordseekrabbenchips sind Krabben drin. In Krabbenchips nicht. Da sind Garnelen drin. Das sind keine Garnelenchips. In Lachschips sind Lachs, ist Lachs drin. Ne? Also rein in den Lachs. Rein mit dem Lachs. Aber... Garnelen! Total ekelhafte Viecher. Sind aber nur Krabben in Größe. Ist mir doch egal. Oh, Unfall mit mehreren Autos. What happened? Oh oh. Oh, Alpha Tauri und Red Bull. Oh, oh. Max, 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 Super Max. Tsunoda war das. Tsunoda fällt einfach Verstappen rein. Good job. Good job, Yuki. Good job. Was mich ein bisschen trauriger macht, ist, wir haben den neuen Frontflügel gar nicht ausgerüstet. Alter, das hat mich mit dem Sprintrennen einfach nur maximal Kern verwirrt, ey. Ich bin absolut durcheinander, ich weiß nicht mehr, was ich hier mache. Wir sind doch, das ist doch FIFA, oder? Sprint. Wir fahren Sprint. So, stand da gerade aktueller Reifen 26%. Plus 11, 14, nur 6.
Das ist der Sprintrennen. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Warum sollen wir auf Standard Hard fahren, wenn ich auf Softs durchfahren kann? Macht ja absolut keinen Sinn. Scheiße, ich kann den neuen Frontflügel nicht einbauen. Haben wir ein neues Upgrade und ich vergesse das einzubauen. Absolut mies. Haben fahr mit dem 95er Setup drauf geschissen. 17 Runden, kann ich auch weniger fahren? Oh, achso, das ist der Sprit. Boah, ich glaube, Underfuel lohnt sich halt so gar nicht, ne? Mann! Schade. Mach am besten aus, hat gar keinen Sinn. Alles klar, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Kommt, habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am 31. Februar 2396 wieder. Ne? Macht's gut, bis dahin. Tschüss! Nein. Ja, der andere ist zu sehen, wo ich das geht und gar nicht. Ich weiß. Versuch das jetzt mit Rot, scheiß drauf. Zur Not boxen wir. Oh, Moment.